Ich hoffe, ihr seid alle vorbereitet auf die Peak-Performance von Lukas Hinterseers Karriere. Der ist weg, wer kommt neu und wie wird das Spiel gegen den FC St. Pauli? Das und mehr in diesem Video. Viel Spaß. Ich habe hier Probleme aktuell. Ich habe nämlich ein Ohrwurm, hört sich komisch an. Ich habe quasi einen Schaden gerade. Nicht nur gerade, würden manche sagen, aber ich habe die ganze Zeit Lord Voldemort, wie er Harry Potter tötet im Kopf, in der englischen Variante. Also, ne? Harry Potter. The boy who lived. Und so weiter und so fort. Ja, das macht es nicht einfacher, dieses Video jetzt ernst durchzuziehen. Aber wir versuchen es trotzdem. Apropos Sebastian Ernst. Dazu gibt es leider nichts Neues. Weiterhin warten wir auf einen kompetenten Zehner, nachdem zumindest in Social Media und irgendwo anders noch Sebastian Kerk all seine Qualität am Wochenende abgesprochen wurde. Nur weil er gegen Lautern jetzt nicht der beste 96er war, wie über weite Strecken der vergangenen Saison. Ich habe viel zu häufig bei Leuten gelesen, dass Kerk aus der Startelf raus muss und Kerk passt nicht und hoffentlich kommt Ernst bald. Und sag mal, also Sebastian Kerk war jetzt nicht überragend und hat in manchen Situationen auch nicht optimal gestanden in diesem Spiel, aber trotzdem sollte man nicht darauf bauen, dass der jetzt nicht mehr spielt, weil, wie gesagt, er war letzte Saison der beste Spieler. Das heißt nicht automatisch, dass er diese Saison genauso performen wird, aber nichtsdestotrotz traue ich dem einiges zu, unter anderem vielleicht eben auch morgen gegen den FC St. Pauli. Wir reden heute so ein bisschen über die Startaufstellung, wir reden so ein bisschen darüber, wie St. Pauli jetzt gestartet ist, das wissen die meisten sicherlich von euch, und wie das Spiel wohl werden wird. Wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal kostenlos, um keinen 96-Content mehr zu verpassen und schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Es gibt auch noch ein anderes Thema, über das wir reden werden, und zwar die Stürmerposition. Das haben wir ja bereits gegen Lautern gesehen und wurde auch wieder stark bemängelt, weil Henrik Weiland erstens sich den größten Teil der Zeit an der Außenlinie aufgehalten hat, was allerdings nicht unbedingt ihm geschuldet war, sondern den limitierten spielerischen Mitteln, wobei spielerisch nicht wirklich akkurat ist. Es waren nicht die limitierten spielerischen Mittel, es waren die limitierten Ideen, die 96 hatte, um irgendwie dieses Abwehrbollwerk von Kaiserslautern zu überspielen. Und weil er halt nicht getroffen hat, wird natürlich nur er angezählt, nicht Maxi Bayer, der mindestens genauso schlecht gespielt hat. Und es ist eben die Frage, wer wird unser Nummer 1 Stürmer? Wer es auf jeden Fall nicht, wird es Lukas Hinterseher. Zu Beginn der Vorbereitung, gerade im ersten Training, hat er ja gebombt. Positiv gemeint. Dann kam Weidand gerade im letzten Testspiel sehr gut zur Geltung mit seinem tollen Tor gegen wen auch noch gespielt? Das war nicht Willem Twee, auf jeden Fall. Groningen müsste es gewesen sein. Und dann hat er gespielt und alle waren unzufrieden. Ja, also, so wie man es erwartet hätte. Nielsen hat nicht gestartet, wurde eingewechselt, hat das Tor gemacht. Teuch hat nicht gestartet, eingewechselt, so gesehen die Vorlage gemacht, auch wenn da nochmal ein Fuß zwischen war. Von daher, vielleicht sehen wir ja die Doppelspitze Teuchert und Nielsen. Ich glaube es eher nicht. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Nielsen auf der 10 starten wird für Kerk. Das wäre irgendwie auch ein bisschen übertrieben, meiner Meinung nach, weil so schlecht war es spielerisch nicht. Ich glaube, dass Nielsen schlicht und ergreifend Weidand in der Startelf ersetzt und Bayer dann vorne drin mit ihm spielt und dementsprechend die Ausstellung so ist, wie man sich es vorgestellt hätte, auch vor der Saison wahrscheinlich die meisten von euch. Auch wenn irgendwie klar war, dass Weidand seine Chance bekommt, hat er nicht funktioniert. Der wunderschöne Weidand, leider Gottes keine Story für den ersten Spieltag, das Märchen eher auf lauterer Seite. Aber vielleicht brauchen wir keinen der beiden in Zukunft mehr vorne im Sturm, sondern werden tatsächlich Herbert Nielsen mehr auf der 10 sehen, solange Sebastian Ernst noch nicht wieder da ist und keiner was man da mit Kerk macht oder mit Schaub oder mit Besuschkow oder wem auch immer. Denn es steht wohl in den Sternen, dass 96 ja bekanntermaßen doch einen Transfer tätigen möchte auf der Stürmerposition. Es sollte von dem Geld, was Duxch eingebracht hat letzten Sommer und generell ein freier Schuss zur Verfügung stehen, wo auch finanzielle Mittel ausgegeben werden dürfen. Das ist bisher nicht wirklich passiert. Derrick Köhn kam zwar für eine Ablöse von ungefähr 500.000 Euro, aber das kann eigentlich nicht der freie Schuss gewesen sein, wenn wir vor allem auch sehen, was wir für Spieler abgegeben haben und wie viel Gehaltsspielraum dadurch frei geworden sein wird. Lukas Hinterseer, einer der Topverdiener, ist jetzt weg. Das heißt, auch da hat man, dazu sage ich übrigens leider nochmal was, keine Sorge, auch da hat man so ein bisschen Spielraum jetzt bekommen, zumal man eine Ablöse für ihn generieren konnte. So, ergo wäre es ja jetzt absolut fantastisch, wenn man das Geld raushauen würde. Die Frage ist nur, für wen? Wen kann 96 erstens leisten? Zweitens, wer ist wechselwillig? Und drittens, wer würde auch wirklich von der Qualität her weiterhelfen, den wir uns für das Geld leisten können? Ist relativ schwierig. Es kursieren ein paar Namen, wurden ein paar Namen schon genannt. Meine Wunschlösung, Traumlösung seit Ewigkeiten bleibt Joel Poyanpalo. Ich habe damit aufgeräumt. Ich weiß, dass das nicht passieren wird. Mein Wunsch wäre es trotzdem. Dazu wurde zuletzt öfter mal Sylvain Ganvoula genannt. Der spielt bei Bochum, beziehungsweise spielen ist das falsche Wort. Der spielt eben nicht bei Bochum, war aber in der zweiten Liga schon mal sehr treffsicher. Problem ist, wir haben schon mal mit dem ehemaligen Bochum-Stürmer, der sehr treffsicher war, eine schlechte Erfahrung gemacht. Nämlich mit Lukas Hinterseer. Das lag jetzt alles nicht nur an ihm, darüber müssen wir nicht reden, da war auch andere Faktoren dabei, aber nichtsdestotrotz, Ganvoula weiß ich nicht. Und dann gibt es noch den Namen, der hier auf dem Kanal auch schon mal kursiert ist und der jetzt wieder heißer zu werden scheint, und zwar Bartosz Biolek. Stürmer, sehr talentiert,
Jung, Laie, VfL Wolfsburg. An sich, ähnlich wie Maxi Bayer, fast schon No-Brainer. Der Junge ist wirklich gut, der hat ordentlich Talent, ist ein bulliger Stürmer, der groß ist, aber schnell gleichzeitig auch. Also ein interessanter Stürmer. Einziges Problem bei der ganzen Geschichte ist, der hat bei Wolfsburg jetzt nicht so viele Minuten gesammelt, zum einen. Und zum anderen, zweite Liga kennt er auch nicht. Zum dritten, es wäre halt eine neuere Laie. Das heißt, wir hätten quasi zwei Stürmer, die höchstwahrscheinlich den Großteil der Spiele machen werden, die aber nur ausgeliehen sind und nächstes Jahr gehen werden. Maxi Bayer wird man auf Dauer nicht halten können. Und Bjorlek, wenn er sich auch nur im Ansatz so präsentiert, wie man sein Potenzial einordnen muss, ebenfalls nicht. Ob das Risiko wirklich eingegangen wird, es scheint stark danach auszusehen, nach dem, was man so lesen kann. Aber ob das wirklich sinnvoll ist, gut, das müssen Markus Mann und Co. beurteilen. Ich kann es mir schon vorstellen, dass man so ein bisschen darauf spekuliert, dass nächstes Jahr viele Verträge auslaufen und dass einfach nächstes Jahr nochmal mehr ablösefreie Spieler wirklich relevant werden. Ich meine, dieses Jahr sind schon viele Verträge ausgelaufen und viele Spieler haben schlicht und ergreifend nicht verlängert und sind ablösefrei gewechselt, wie zum Beispiel jetzt Paulo Dybala, bei dem man das vielleicht auch vor ein paar Jahren nicht gedacht hätte, dass das passieren würde. Aber nächstes Jahr sollte auch nochmal so eine Welle kommen, gerade vielleicht auch nach der WM hat man so die im Wintertransferfenster Lorbeeren vom Markt gefischt und dann könnte nächsten Sommer eine Gelegenheit sein, um anzugreifen. Wir wissen ja alle, dass 96 Ziel nicht ist, aufzusteigen. Das haben wir auch gegen Lautern eindeutig unter Beweis gestellt, sondern es ist eher ein gutes Fundament zu schaffen. Und das kannst du natürlich schaffen. Wenn du dann aber nächstes Jahr einen neuen Stürmer nur dazu holst, kann das richtig gut klappen, weil der Rest der Mannschaft funktioniert und ein Stürmer ist darauf angewiesen, die Vorlagen entsprechend zu bekommen. Andererseits kann es natürlich auch ordentlich schief gehen. Ist eine Abwägungssache. Was Markus Mann macht, werden wir sehen. Ob es funktioniert, ist die andere Thematik. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Ich denke, Bjorlek wäre ein guter Transfer, allerdings per Laie auf jeden Fall risikobehaftet, aufgrund eben dieser Tatsache, dass die Spieler nach einem Jahr wieder weg sind. Mal gucken. Wie gesagt, ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich fände es an sich nicht schlecht, wenn er kommen würde. In der Innenverteidigung gibt es übrigens keine Neuigkeiten, soweit ich das mitbekommen habe. Also da fehlt weiterhin irgendwie eine Planstelle. Gegebenenfalls werden das tatsächlich dann doch die Jungen, also Yannick Lührs und Tim Walbrecht irgendwie bekleiden. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass man so naiv ist. Und von daher, gerade nach diesem Patzer von Bernie im ersten Spiel, vielleicht sollte man nochmal gucken. Salif Sané bleibt weiterhin meine Wunschlösung da, auch wenn sie unrealistisch ist und wahrscheinlich auch nicht sonderlich zielführend. Aber auch da keine News, da werden wir sehen, was passiert. Lukas Hinterseher ist gewechselt, das ermöglicht eben diesen Stürmertransfer. Denn wenn er da geblieben wäre, zusammen mit Henrik Weidand, dann wäre das quasi unmöglich gewesen, das irgendwie zu rechtfertigen. Gegebenenfalls wird sogar Weidand noch abgegeben, kann ich mir aber nicht vorstellen, finde ich auch nicht notwendig, gerade als große Waffe. Und ja, ich weiß, Weidand ist ein Kreisliga-Kicker und er hat keine Qualität am Ball und bla bla bla, aber trotzdem als Brecher mit seinen 1,96 den in der 90. oder in der 85. nochmal reinzuwerfen für hohe Bälle oder was auch immer, sollte man behalten, zumal er ja halt eine Identifikationsfigur ist. Das ist einfach so. Und trotzdem ist jetzt Platz für einen neuen Stürmer, weil Lukas Hinterseher eben weggewechselt ist. Hansa Rostock hat ihn sich geschnappt. Und geschnappt ist da relativ, weil Hinterseher jetzt ja nicht so das beste Jahr hinter seiner Karriere hinter sich hatte bei 96. Aber nichtsdestotrotz hat die Kogge gesagt, ja, den können wir uns bei uns vorstellen. Und vor allem für 200.000 Euro ist das auch eine Summe, die man erstmal bezahlen muss, gerade auch als Hansa Rostock. Das ist jetzt nicht so, dass die einfach das Geld so locker sitzen haben, dass sie das einfach mal so machen können. Die müssen sich das schon überlegt haben. Und das haben sie scheinbar. Sebastian Till hat sich übrigens gerade verletzt, also der Top-Neuzugang, der vielversprechendste Neuzugang von Rostock. Dementsprechend haben sie vielleicht dadurch jetzt irgendwie entschieden, okay, wir holen uns einen zweiten Stürmer, um irgendwie die offensiven Qualitäten von Till zu ersetzen, der ein ganz anderer Spielertyp ist, eher zentral-offensives Mittelfeld. Aber vielleicht soll eben Hinterseher diesen Ausfall kompensieren. Das kann durchaus sein, weil eine Bänderverletzung, Kapselverletzung, die es bei Till ist, das könnte ein bisschen länger dauern. Ich persönlich wünsche erstens Lukas Hinterseher alles Gute. Und zweitens glaube ich, dass dieses Kapitel 96 ein sehr düsteres in seiner Karriere sein wird, das aber nicht repräsentativ für die Qualitäten ist. Ich glaube, dass der bei 96 wirklich eine schlechte Zeit hatte, nicht gut in Form war, auch aber viele Zuspiele gefehlt haben. Man muss es einfach so sagen, ich bleibe auch dabei. Letzte Saison lag das Problem nicht nur an unseren Stürmern, dass wir keine Tore geschossen haben, sondern einfach, dass wir keine Chancen rausgespielt haben. Und dann wird es schwer für einen Stürmer, Tore zu machen. 0 Tore und nur eine oder zwei Vorlagen ist natürlich trotzdem unter aller Sau. Aber ich glaube, dass gerade in einem System und einem Team wie bei Rostock das sehr gut funktionieren kann. Rostock hat quasi den Prototypen Lukas Hinterseher vorne sowieso schon drin mit Jon Verhoek. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da nicht funktioniert. Ich kann mir sogar vorstellen, dass er zweistellig trifft. Der wird richtig bomben, glaube ich. Ich kann mir gut vorstellen, dass der gegen uns trifft. Das wäre auch eine richtige tolle Geschichte wieder. Typisch für 96 irgendwie. Ähnlich wie mit Muslia. So, das würde einfach irgendwie passen. Und ich glaube, viele haben sich darüber lustig gemacht, dass Hansa den gekauft hat und dass sie auch noch eine Ablöse dafür bezahlen. Aber ich glaube, es gibt einen Markt für Lukas Hinterseher und die Qualitäten werden schon überregional, also bei anderen Vereinen außerhalb von Hannover, durchaus geschätzt und auch
ja angesehen, weil der hat ja nicht innerhalb von einem Jahr jetzt das Fußballspielen verlernt. Der hat überall bei all seinen Stationen regelmäßig getroffen. Der war auch beim HSV-Schlag, bis die Poyan Palo geholt haben. Wurde dann abgesägt, aber ist dann nach Japan gegangen, hat da getroffen und nur bei 96 hat es nicht funktioniert. Bei Hansa wird es höchstwahrscheinlich gerade eben mit diesem System, das bei Verhoek, dem gleichen Stürmertypen, funktioniert, auch bei ihm klappen. Ich gönne ihm alles Gute, ich wünsche ihm alles Gute, ich wünsche auch Hansa alles Gute, das sollte auch klar sein. Das habe ich ja bereits in mehreren Videos gesagt, dass ich denen gönne, dass die eine der Überraschungsmannschaften dieses Jahr werden. Und ich glaube, 96 wird auf dieses Kapitel zurückblicken und sagen, gut, wir haben jetzt nicht so viel Verlust damit gefahren, weil wir sind nicht abgestiegen. Hintersee haben wir quasi die gleiche Summe verkauft, für die wir ihn gekauft haben. Und es war halt einfach ein Missverständnis. Aber trotzdem, wenn man auf die Karriere von Lukas Hinterseher schaut und auf das Kapitel bei 96, ist das schon irgendwie bitter und lässt sich schon irgendwie nicht so gut aus 96 sich darstellen. Weil man muss ja schon hinterfragen, warum ausgerechnet bei denen nicht? Vielleicht lag es auch ein bisschen an 96. Zu großen Teilen, bin ich mir relativ sicher. Die Frage ist, wie kriegt man einen Null-Tore-Stürmer kompensiert? Nimm halt Mick Gudra, der hat auch noch kein Profitor, glaube ich, gemacht. Der hat genauso viele gemacht wie Hinterseher letzte Saison. Nein, aber ich glaube schon, dass noch ein nomineller A-Stürmer für die erste Mannschaft kommen wird. Und wahrscheinlich wird es Biolek. Die Frage ist jetzt, wie spielt man morgen? Also am Samstagabend 20:30 Flutlichtspiel auf St. Pauli. Ich bin nicht da, ich bin verhindert. Nächste Woche bin ich in Mainz, da schaffe ich es dann. Ich hoffe, so wie wir es über weite Strecken der zweiten Halbzeit gesehen haben gegen Kaiserslautern, spielerisch. Ich hoffe allerdings nicht so, wie wir es an der 90. Minute gesehen haben, kämpferisch. Und ich hoffe mit der Aufstellung, die ich gerade bereits gesagt habe, also Zieler im Tor, dem gerne nochmal eine Rechtschance geben, ist in Ordnung. Neumann, Börner, offensichtlich Köhn, der beste Mann auf Platz war. Kunze auf der 6. Das ist, glaube ich, ein Missverständnis, dass man definitiv sie nicht normal erlauben kann, gerade gegen so eine Mannschaft wie St. Pauli. Besuschkow und Schaub im Mittelfeld auf den Halbpositionen. Davor Kerk, davor Nielsen und Bayer. Wäre mein Wunsch, ob so passiert. 96 Trainer mit der Vergangenheit selten so aufgestellt, wie ich mir das gewünscht habe. Und die sportlichen Resultate sind ausgeblieben. Vielleicht sollten sie mal auf mich hören. Anderes Thema. Wie spielt St. Pauli? Wie ist St. Pauli gestartet? Letzten Jahren jetzt nicht unbedingt der Hassgegner von 96, lief eigentlich ganz gut. Auch letzte Saison, wo Pauli ja lange im Aufstiegsrennen dabei war, beide Spiele gewonnen. Zu Hause 1-0, auswärts 3-0. Sie sind sehr gut gestartet jetzt gegen Nürnberg. Auch ein starker Gegner, einer der Aufstiegsfavoriten. 3-0 geführt, teilweise ein bisschen glücklich aufgrund der Schiedsrichterentscheidung, die ich aber allesamt zumindest mal okay fand. Ja, der Freistoß war ein bisschen ärgerlich, aber einen Freistoß kannst du dann auch verteidigen. Dann noch 2 Tore kassiert, 1 relativ spät, solide gestanden und sind einfach auch eine gute Truppe. Die haben kämpferisch gute Spieler, ich weiß gerade nicht, wie der Rechtsverteidiger heißt, der Grieche, guter Spieler, gefällt mir sehr, sehr gut, hat mir im ersten Spiel sehr, sehr gut gefallen, zumindest in der Konferenz. Dazu eben Paccarada auf der anderen Außenverteidigerseite, also die Außenverteidiger sind fast schon das Prunkstück, insbesondere natürlich Paccarada, aber auch im Mittelfeld, Daschner, Irvine, das sind alles gute Spieler. Vorne drin haben sie natürlich Qualität gelassen mit Kieré und Burgstaller, klar, aber sie haben trotzdem immer noch da vorne auch Leute, die wissen, wo das Tor steht. Zum Beispiel ein Jojo Eggestein, der prinzipiell erstmal Qualität mitbringt und sicherlich gegen 96 auch Bock hat, ist ja ein Hannoveraner Junge. Die sind jetzt nicht so gut aufgestellt wie letztes Jahr und sind in meinen Augen auch kein Aufstiegsfavorit, aber es gibt immer eine Mannschaft, die da reinstößt, die man vielleicht nicht erwarten würde. Und vielleicht hat man St. Pauli zu viel Qualitätsverlust durch Burgstaller und Kieré zugeschrieben und eigentlich haben sie gar nicht so einen Qualitätsverlust, sondern werden ziemlich performen. Das heißt, es wird ein schweres Spiel, so oder so. Ich sehe 96 auf keinen Fall chancenlos und ich sehe die Chancen jetzt auch nicht schlechter als vor dem Kaiserslautern-Spiel. Hätten sie gewonnen, würde man natürlich mit Rückenwind kommen. Also kommt man vielleicht mit ein bisschen Wut im Bauch und ein bisschen Wiedergutmachungsdrang. Und das sehe ich eigentlich auch als guten Katalysator eben, um St. Pauli weh zu tun, im Optimalfall dieses Spiel zu gewinnen. Ich hoffe, dass sie gewinnen. Ich gehe davon aus, dass sie gewinnen. Mein Tipp ist 2-1 für 96. Ich glaube wieder, dass wir nicht eine weiße Weste haben werden, aber dass wir 2 Tore machen werden, und zwar durch Nielsen und Bayer. Wäre zumindest sehr schön, würde ich mich drüber freuen. Was ich auch glaube ist, dass man zeigen wird, dass man einen spielerischen Ansatz, den man in Kaiserslautern gesehen hat, gerade gegen den Gegner, der defensiv nicht nur kompakt steht, sondern der auch selber ein bisschen Fußball spielen möchte. Das ist kein Vorwurf von Kaiserslautern, ganz, ganz wichtig, die haben das fantastisch gemacht, dass man da mit diesem spielerischen Ansatz noch weiterkommt und dass da die Qualität mehr durchscheinen wird. Ob es am Ende erfolgreich ist, ein anderes Thema, aber ich glaube erstmal, dass so ein Gegner für das System, was Leitl spielen lässt, deutlich geeigneter ist als so ein tiefstehender und sehr engmaschiger Gegner wie Kaiserslautern. Ja, und dann bleiben noch die Fans. 25.000 Karten sind verkauft. Ich bin ja selber nicht da. Ich werde nie Kritik darin üben, wenn man nicht ins Stadion geht zur aktuellen Zeit. Ich glaube aber, dass 25.000 für einen Zweitligisten, der letztes Jahr lange im Abstiegskampf war, in Abstiegsrennen, sagen wir mal lieber, gekämpft wurde erst sehr spät, dass es wirklich nicht schlecht ist.
Saisonauftakt, klar, wenn man gegen Lautern gewonnen hätte, wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen besser gewesen. Wenn jetzt das Wetter ein bisschen besser wäre, könnte ich mir auch vorstellen, dass noch ein paar mehr Karten verkauft worden wären. Natürlich eine völlig dämliche Entscheidung, die Tageskassen nicht aufzumachen, sodass sich Kurzentschlossene quasi nicht auf dem Weg zur HDI-Arena machen können. Vielleicht würde man da kurzfristig noch umdenken, kann ich mir aber nicht vorstellen, weil Flexibilität bei Hannover 96 relativ schwierig ist in vielerlei Hinsicht. Ja, aber im Optimalfall machen auch 25.000 eine sehr gute Stimmung. Ich glaube, Pauli wird gute Stimmung machen im Auswärtsblock. Und da die komplette Nordkurve ausverkauft ist, nahezu ausverkauft ist, glaube ich auch, dass 96 ordentlich Lärm macht. Könnte ein schöner Fußballabend werden. Die Republik schaut drauf. Ist das Topspiel? Ist das Flutlichtspiel? Ist das Abendspiel der zweiten Bundesliga? Von daher ein bisschen Druck, genau wie letzte Woche. Da hat es nicht geklappt. Hey, aller guten Dinge sind zwei. Sage ich jetzt einfach mal so. Das soll es gewesen sein. Wir hören uns morgen nach dem Spiel, beziehungsweise spätestens am Sonntag nach dem Spiel wieder. Und ja, nächste Woche bin ich, wie gesagt, in Mainz. Das heißt, da werde ich auch 96 Content bekommen. Und wenn irgendwas passieren sollte in der Zwischenzeit, zum Beispiel ein Transfer morgen oder sowas, dann werde ich auch darüber berichten. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß heute bei der Bundesliga, wenn ihr sie denn guckt bei der zweiten Bundesliga, beim Auftakt des Spieltags. Und morgen, ja, viel Spaß bei Stadionbesuch, auf der Couch gucken oder was auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Und ciao.